US-Präsident Donald Trump hat den Ausstieg aus einem wichtigen Atomabrüstungsabkommen mit Russland angekündigt. Es geht um den während des Kalten Krieges geschlossenen INF-Vertrag, der seit 1988 in Kraft ist und der beide Länder zur Vernichtung aller nuklear bestückbaren, bodengestützten Flugkörper mit kürzerer und mittlerer Reichweite verpflichtet. Russland hat gegen die Vereinbarung verstoßen, seit vielen Jahren. Ich weiß nicht, warum Präsident Obama sich nicht aus dem Vertrag zurückgezogen hat. Wir werden nicht zulassen, dass Russland Waffen baut, aber wir das nicht dürfen. Wir haben die Vereinbarung eingehalten. Russland hat das leider nicht. Deswegen werden wir die Vereinbarung aufkündigen. Sollten Russland und China weiter solche Waffen entwickeln, würden die USA dies auch tun. China gehört dem Vertrag nicht an. Die US-Regierung wirft Russland vor, ein Raketensystem zu entwickeln, mit dem ein Atomangriff auf Europa möglich sei. Die Regierung in Moskau weist dies zurück.